Ja, hallo liebe Leute. Vielen herzlichen Dank für euer Kommen. Danke. Wir hätten euch aber viel lieber im Elemer Dag Theater an der Uni begrüßt, aber das hat nicht sollen sein. Die meisten von euch wissen sicher ungefähr, warum. Deshalb hier nur in aller Kürze die Eckdaten und was in letzter Zeit einfach so passiert ist, weil das muss an die Öffentlichkeit. Also 2007, aber geht gleich schnell weiter, keine Angst, stellte das Ü-Theater den Antrag, dass das Theaterhaus im Studentenwerk, gell, Elemer Dag Theater bzw. Elemer Dag Theater an der Uni heißen soll. Die Volksschullehrerin Elemer Dag, die gilt in Regensburg als das erste Nazi-Opfer. Sie wurde von der Bayerischen Volkspartei, also der Vorgängerin von der CSU, von der katholischen Kirche und von Hakenkreuzlern, die sich als Spitzel für die Polizei betätigten, zur Strecke gebracht. Der dafür verantwortliche Polizeisekretär wurde später Chef der Regensburger Gestapo. Das Studentenwerk lehnte die Benennung ab mit der Begründung, es sei für den Namen nicht zuständig. Die Geschäftsführerin Frau Frammelsberger, die schrieb damals wörtlich uns: Ich habe bereits mehrmals auf Ihr Anliegen zur Umbenennung des Theaters schriftlich geantwortet und Ihnen auch ausführlich begründet, dass das Studentenwerk für die Benennung eines Gebäudes oder einer Einrichtung der Universität nicht zuständig ist. Keep in mind, nicht zuständig. Da aber auch die Uni sich nicht für zuständig betrachtete, sondern auf das Studentenwerk als verantwortliche Stelle verwies, tauften wir, also das Ü-Theater, als Lückenbüßer, als Verantwortliche, sozusagen selbsterklärte, die Spielstätte in Elemer Dag Theater bzw. Elemer Dag Theater an der Uni um und bezeichnet eben fortan auf unsere Plakate und so weiter das Theater Elemer Dag Theater an der Uni. Okay. Daraufhin brachte das Studentenwerk dann eine Richtlinie heraus, in der der Name ausdrücklich auf Theater an der Uni festgelegt wurde, obwohl sich das Theater, das Studentenwerk uns gegenüber immer noch als nicht zuständig erklärte. Unglaublich. Wer den Namen Theater an der Uni nicht verwendet und auch nicht das entsprechende Logo abdruckt, der wird mit mehreren 1.000 Euro schweren Sanktionen belegt. Anstatt 200, 300 Euro, was man normalerweise Gebühren zahlen muss, waren es bei uns im Schnitt immer so, hätten es natürlich im Schnitt immer so 5.000 Euro sein sollen. Das Ü-Theater hat also diesen Schwachsinn, das Logo und das Theater an der Uni dort draufzuschreiben, obwohl das Studentenwerk sagt, es ist gar nicht zuständig, also natürlich nicht mitgemacht und hat auf seine Kunstfreiheit sowie auf sein antifaschistisches Engagement bestanden. Das Studentenwerk verklagte deshalb uns auf knapp oder über 15.000 Euro. Richter Diepold vom Regensburger Landgericht bezeichnete dann unser Vorbringen in Sachen Elemer Dag wörtlich als Mist. Hat im Prozess das als wörtliches Mist bezeichnet. Wir hatten also keine Chance und mussten einem Vergleich zustimmen. Wir verpflichteten uns zukünftig, Theater an der Uni als Namen zu verwenden und brav das Logo auf unsere Werbemittel abzudrucken. Um unseren Grundsätzen trotzdem treu zu bleiben, verzichteten wir einfach für die folgende Inszenierung Animal Farm der Demokratie, ja, super, ausverkauftes Haus, einfach auf Werbemittel. Ja, haben wir einfach auf Werbemittel verzichtet, damit wir nicht angeklagt werden, wir haben das komische Logo nicht abgedruckt. Glücklicherweise gaben UnterstützerInnen für uns Plakate und Flyer heraus, auf denen eben die korrekte Ortsbezeichnung Elemer Dag Theater an der Uni abgedruckt war. Trotzdem behauptete das Studentenwerk, das Ü-Theater hätte wieder gegen die Richtlinie verstoßen und entzog uns die Termine für diesen Sommer, also für diese Aufführung. Damit wir auch keine weiteren Termine im Elemer Dag Theater an der Uni buchen konnten, erteilte, also jetzt mir,
weil ich doch in dem Fall für verantwortlich war für die Terminvergabe. Das teilte mir das Studentenwerk unmittelbar vor Beginn der Kultursitzung, wo die Termine vergeben werden für das nächste Semester, Hausverbot. Und ließ mich dann von der Polizei abführen, weil ich selber nicht gegangen bin. Nur damit man mir keine Termine fürs Wintersemester bekommen. Unglaublich. Dagegen klagten wir vor dem Verwaltungsgericht Regensburg. Wir bekamen Recht. Der Widerruf der Sommertermine sowie das Hausverbot wurden aufgehoben. Sieg! Freudig stürmten wir dann vorletzten Mittwoch ins Elemadag-Theater und begannen mit dem Aufbau. Keine halbe Stunde später kam die Geschäftsführerin des Studentenwerks, eben die Frau Frammelsberger, mit ihrer Stellvertreterin, der Frau Steute, ins Theater und überreichten mir was? Ein zweites Hausverbot. Wieder mit der gleichen Begründung wie Hausverbot Nummer 1, das zuvor schon vom Verwaltungsgericht praktisch aufgehoben worden ist. Wieder, wir haben ja wieder eine Freiwillige gegangen, wieder ließ das Studentenwerk dann die Polizei kommen und hat uns dann aus dem Theater rausgeschmissen. Wir legten dann Eilantrag ein und was soll ich sagen? Abermals wurde vom Verwaltungsgericht das Hausverbot Nummer 2 wieder aufgehoben, wieder Sieg. Aber als wir dann letzten Donnerstag, also vor 3 Tagen, die Schlüssel für das Elemadag-Theater abholen wollen, was war da wieder? Hausverbot Nummer 3. Wieder mit der exakt gleichen Begründung wie die vorherigen 2 Hausverbote. Wir fragen dann fassungslos die stellvertretende Geschäftsführerin, Frau Steute, die uns das gesagt hat. Sie wissen, dass das contra legem ist, also gegen das Gesetz. Und die Frau Steute antwortete dann darauf freundlich lächelnd, ich weiß. Klar, wir legen wieder Eilantrag ein, diesmal mit dem Antrag aufs Gerichtsvollzieher, der uns dann den Zugang wirklich ermöglichen soll ins Theater. Aber ehrlich gesagt, an einen Erfolg haben wir nicht mehr so wirklich geglaubt. Die Antwort hätten wir dann auch, also Donnerstag war ja das, hätten wir dann am Freitag Vormittag in der Früh praktisch bekommen müssen vom Verwaltungsgericht. Weil wenn wir mir Mittag erst mit dem Aufbau anfangen, das schaffen wir nicht. Außerdem hat auch das Studentenwerk gesagt, es werden uns keine Techniker zur Verfügung gestellt und ohne Techniker darfst du keine Aufführungen machen und kannst natürlich auch nichts verändern an dem ganzen Bühnenaufbau. Und hat uns natürlich auch die Frau Steute lächelnd mitgeteilt, na, wir bekommen keine Techniker. Dann gestern Mittag eben haben wir die Aufführungen absagen müssen. Auch eine angemeldete Kundgebung, die bei mir auf der Albertus-Magnus-Straße direkt eben unter dem Elemadag-Theater abhalten wollten, ersatzweise sozusagen, das mussten wir canceln, weil das Ordnungsamt behauptete, das sei eine Privatstraße der Uni. Die Uni hat behauptet, das gehört der Stadt, gell? Keiner hat sich zuständig gefühlt und das Ordnungsamt hat uns da mitgeteilt, aus dem Polizei kriegt ja keine, ihr könnt es schon machen oder auch nicht, keiner ist verantwortlich, ihr müsst den Verkehr alles selber regeln, also Busverkehr, also ja, und das hätte uns natürlich absolut überfordert. Wir wollten jetzt auch nicht mehr so viel Stress, wir möchten das Stück ausführen, uns geht um den Inhalt von dem Stück und ja, darum haben wir auch die Kundgebung abgesagt. Damit monatelanges Proben und der ganze Stress eben nicht vollkommen umsonst waren, sind wir also heute hier. Wir danken an Johnny und seinen Eltern ganz, ganz herzlich, dass wir hier sein dürfen. Super, gell? Das ganz, ganz herzlichen Dank für die Gastfreundschaft. Und ist einfach, eigentlich ist fast schöner wie in so einem Betonbunker, gell? Und heute fahren auch nicht ganz so viele Züge wie gestern. Ich glaube, das geht. Auch wenn Sie jetzt geblendet seid und das ein bisschen. Aber wurscht. Das kriegen wir schon. Ja, wie geht es jetzt mit uns weiter? Mit der Uni-Ü-Theater-Gruppe? Also ist klar, solange sich immer wieder so tolle, nicht klein zu kriegende Menschen finden, wird das Ü-Theater natürlich nicht aufhören. Es gibt so viele Dinge, die nicht bleiben dürfen, wie sie sind. Theater ist natürlich nur ein sehr, sehr bescheidenes Mittel, aber es ist eben auch ein Mittel, um Dinge zu verändern, Aufklärung, was auch immer anzuprangern. Und das lassen wir uns nicht nehmen. Nie. Dankeschön.